Hallo Braufreunde, heute möchte ich euch mein neues Hobby vorstellen. Ich bin unter die Hobbybrauer gegangen. Ja, durch die ganzen Einflüsse, durch unsere Touren, was wir machen, unter anderem auch die Fine Wine & Craft Beer Tour und einen sehr guten Freund in der Craft Beer Brauerei hier in Allerow, habe ich da doch sehr schnell Blut geleckt, sagen wir mal so. Und bin seit letztem Jahr ganz fleißig dabei, zu Hause ein bisschen zu experimentieren und hier und da mal ein eigenes Gebräu zu machen. Und heute möchte ich euch mal zeigen, wie das bei mir so aussieht. Habe mich für ein Rezept entschieden aus der Datenbank von Maische Malz und Mehr, die sogenannte Red Bitch. Soll ein helles Bockbier werden. Und ja, schauen wir mal, was dabei rauskommt. Viel Spaß! Ja, wie ihr hier sehen könnt, besteht mein Brausystem aus einem Einkochautomaten, den ich ein bisschen umgebaut habe. Zusätzlich ist da drin noch ein sogenannter Malzkorb. Ist sozusagen mein Brausystem eine Art Brew-in-a-Bag-System. Das bedeutet, dass das Gerstenmalz direkt in diesem Malzkorb eingemeischt wird und dann später, nachdem das Maischen durch ist, zum Läutern einfach nur der Malzkorb aus der Würze hochgezogen wird und dann ist das Thema damit auch schon durch. Ja, eine weitere Änderung hier an meinem System seht ihr vielleicht hier vorne. Das ist das Ablassventil. Das habe ich ausgetauscht und zusätzlich noch Schnellfittings angebracht. Damit habe ich die Möglichkeit, über die Silikonschläuche, über diese kleine Pumpe hier, die Würze abzuziehen und während des ganzen Maischevorgangs sozusagen im Kreislauf zu pumpen, oben wieder drauf, dass die ganze Würze schön durch den ganzen Maischekuchen durchströmt. Ja, und jetzt sind wir mit unserem Maischeprogramm durch. Als nächsten Schritt sozusagen das Abmeischen oder Läutern. In dem Fall eigentlich eine ganz schnelle Nummer. Wir ziehen ganz vorsichtig hier den Malzkorb nach oben, sichern den oben am oberen Ende, am oberen Rand des Einkochers und währenddessen die restliche Würze aus dem Maischekuchen heraustropft, bereiten wir den Nachguss vor, der ja inzwischen schon auf 78 Grad vorgeheizt ist
Und wir waschen damit noch einmal die restlichen Zucker aus dem Maischekuchen heraus. So, der nächste Schritt ist das sogenannte Hopfenkochen. In der Zwischenzeit hat unser Einkocher unseren Sud schon auf seine knapp 100 Grad aufgeheizt. Leider an diesem Tag etwas sehr, sehr kühl und windig und man sieht nicht wirklich das richtige Wallend kochen. Aber ich kann garantieren dafür, dass es sehr gut gekocht hat zwischendurch. Jetzt sind wir beim Einbringen des Hopfens. Die sogenannte erste Hopfengabe ist jetzt schon passiert bei sozusagen, wir kochen den bei 10 Minuten. Das heißt, insgesamt Kochzeit ist 90 Minuten. Und nach 10 Minuten kommt die erste Hopfengabe rein, die dann 80 Minuten mitgekocht wird. Und als nächstes sind wir inzwischen schon fast am Ende angekommen. Es sind bereits 80 Minuten Kochzeit vergangen und wir haben jetzt hier noch eine Gabe von 6 Gramm Irish Moss für 10 Minuten zum Mitkochen. Das Ganze soll den Sud ein bisschen aufklären und zusätzlich zu dem kommt jetzt noch die zweite Hopfengabe, die dann auch für 10 Minuten mit reinkommt jetzt. Ja, liebe Braufreunde, was soll ich sagen? Und hier ist erstmal Schluss, weil die Kamera hat es nicht mehr mitgemacht, hat die ganze Chose ab Hopfenkochen nicht mehr aufgenommen. Das heißt, das ganze Kühlen. Auch das später das Hopfensein, als es dann in den Fermenter ging und die Hefegabe ist alles leider nicht aufgenommen. Somit fehlt dieses Mal dieser Teil. Ja, wie ging es weiter? Die Würze ist dann entsprechend in die Fermenter gekommen. Ich habe die entsprechende Hefe dazugegeben und die macht jetzt gerade ihre Arbeit und ist dabei, den ganzen Zucker schön wegzuschnupsen, hoffentlich, und entsprechend ein tolles Bier daraus zu machen. Ich hoffe, es hat euch trotzdem ein bisschen Spaß gemacht. Wenn ja, dann würde ich mich freuen, wenn ihr uns einen Daumen nach oben gebt. Und ja, vielleicht wollt ihr wissen, wie es weitergeht hier auf dem Kanal. Dann würde ich mich auch über ein Abo freuen. Und wenn ihr Tipps und Tricks habt, dann lasst uns doch ein paar Infos da in den Kommentarzeilen. Ja, also bis zum nächsten Mal. Tschüssi.